Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Nerwell. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese leckeren Pizzataschen ganz einfach selber machen könnt. Die Zubereitung ist besonders schnell und sehr einfach, also wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt unbedingt dran. Für den Teig benötigen wir 500 Gramm Weizenmehl, ca. 305 ml lauwarmes Wasser, 20 Gramm Margarine, 1 Esslöffel Trockenhefe und 1 Teelöffel Salz. Im allerersten Schritt kommt das Weizenmehl in eine Schüssel. Dazu kommt das Salz und die Trockenhefe. Alle trockenen Zutaten werden jetzt miteinander vermischt. Dann kommt die Margarine und das lauwarme Wasser dazu. Gebt am Anfang nicht das komplette Wasser hinein, sondern schaut, wie viel ihr benötigt. Nun habe ich alle Zutaten mit einer Gabel grob vermischt. Ihr könnt das Ganze auch in einer Küchenmaschine machen. Zum Kneten habe ich meine Hand genommen. Der Schüsselinhalt wird so lange durchgeknetet, bis ein einheitlicher Teig entsteht. Danach habe ich ihn aus der Schüssel genommen und nochmal für gute 5 Minuten auf der Arbeitsfläche durchgeknetet. Hier könnt ihr die Konsistenz vom Teig gut sehen, also der Teig ist super weich. Im nächsten Schritt habe ich aus dem Teig eine Kugel geformt. Und ihn zurück in die Schüssel gelegt. Den Teig habe ich noch beölt und dann wird die Schüssel mit Frischhaltefolie abgedeckt. Der Teig darf jetzt für mindestens eine Stunde ruhen. Für meine Pizzataschen verwende ich folgende Zutaten: geriebenen Käse, Sucuk, Champignons, Oliven und Paprika sowie eine Tomatensauce, die ich mit Schnittlauch, Majoran, Paprikapulver und Salz würze. Ihr könnt natürlich auch andere Zutaten verwenden. Hier habe ich meine Tomatensauce gewürzt. Alle genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Nach einer einstündigen Ruhezeit kann der Teig weiterverarbeitet werden. Anschließend habe ich den Teig aus der Schüssel genommen und auf eine bemehlte Arbeitsfläche gelegt. Den Teig habe ich in 4 gleich große Stücke geteilt. Aus jedem Teigstück habe ich dann eine runde Kugel geformt. Ich habe mir dann immer so ein Teigstück genommen, es auf die Arbeitsfläche gelegt und mit meiner Hand etwas platt gedrückt. Dann habe ich es mit einem Nudelholz ausgerollt. Es ist wichtig, dass ihr die Arbeitsfläche bemehlt, damit euch der Teig nicht kleben bleibt. Anschließend habe ich mir aus dem Teig ein Viereck geschnitten. Den Rand habe ich entfernt. Dieser kann später nochmal ausgerollt werden. Jetzt schneide ich aus dem Teig 9 gleich große Vierecke. Auf jedes Viereck gebe ich einen Klecks von der Tomatensauce. Jetzt können sie auch schon beliebig belegt werden. Auch das Schließen ist ganz einfach, dafür nehmt ihr euch lediglich die gegenüberliegenden Kanten und drückt sie fest an. Die Pizzataschen werden jetzt noch mit einem Ei bestrichen.
Wer mag, kann sie noch mit etwas Sesam bestreuen. Und dann kommt sie bei 250 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten in den Ofen. Und fertig sind auch schon die leckeren Pizzataschen. Ich habe meine Pizzataschen mit Sucuk belegt, ihr könnt sie aber auch mit Thunfisch belegen oder sogar vegetarisch gestalten. Probiert sie auf jeden Fall mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!